herzlich willkommen aus dem Seestadion. Ich darf begrüßen Daniel Weber. Hallo, grüße dich. Hi. Daniel, Heimsieg, Rückrundenauftakt so gesehen. Wenn man sich die Tabelle mal anschaut, Rückrunden, Tabellendritter. Heim leider nur unten drinne. Ändern wir das in der Rückrunde? Ah ja, jetzt haben wir ja schon 8 Punkte zu Hause. Also von daher, am Schluss des Tages zählt der Punkteschnitt und dass du am Schluss des Tages über den Strich für einen Verein wie uns bist. Deswegen die nach den 19 Spielen jetzt die 26 Punkte sind ein toller Schnitt. Die Liga ist wahnsinnig eng im mittleren und unteren Drittel. Also musst du einfach regelmäßig punkten und heute haben wir den Bock einfach umgestoßen. Mal wieder. Gehen wir mal kurz aufs Spiel ein bisschen ein. Sag mal ein, zwei Worte zum Spiel, gerade die erste Halbzeit, weil was ich gesehen habe, war eine sehr kämpferische Mannschaft. Ja, wir mussten ja über den Kampf zum Spiel wiederkommen oder zu unseren Möglichkeiten, weil wir haben zurzeit einfach nicht die Mittel gehabt mit allen Spielern. Man hat auch heute ja wieder gesehen, Isaac Rank, Dennis nicht da, Hiroki nicht da, Swonny nicht da. Also es ist halt wahnsinnig viel, was uns fehlt immer noch. Aber Silas kommt wieder zurück, Suki zurück, aber ohne viel Training. Dementsprechend mussten wir uns auf einfache Sachen konzentrieren. Die haben wir heute gemacht. Wir haben gut verteidigt, unsere Konter gut gesetzt. Zwischenzeitlich war läuferisch mal Ofen aus, aber mit der Führung ging es halt dann wieder gut. Und das war halt wichtig, dass wir da eng zusammenstehen und einfach immer wieder unsere Chancen suchen und dem Gegner, der halt einfach spielerisch, wir haben heute mal 4 oder 5 Leute von oben genommen, von der Profiabteilung. Ja gut, aber Markus Vollner zum Beispiel hat mal mitgezählt, ich glaube so 10 Ballkontakte, also so viel hat er jetzt in der Zeit auch nicht bewirkt. Ja gut, er hat ja nur 10 Minuten gespielt, also von daher, aber er ist ja kein Profi, er gehört jetzt zu den Amateuren, aber die anderen wie Rieder oder so, die Rheintaler oder so, die sind oben dabei, die kommen runter, um Spielpraxis zu sammeln. Das sind natürlich Top-Spieler und diese Spieler musst du halt erstmal abstellen können. Und das haben wir, wie gesagt, wahnsinnig gut gemacht. Wir haben ihnen wenig Chancen gegeben, haben in der einen oder anderen Szene ein bisschen Glück gehabt. Und vorne haben wir halt die Tore, die wir gemacht haben, haben wir Fehler erzwungen bei ihnen und haben es dann zu Ende gemacht. Da du Glück angesprochen hast, muss ich mal ganz ehrlich fragen. War es Absicht von dir, als du Tobias Grill eingesetzt hast, dass er gleich ein Tor macht? Ich glaube, wir haben es ja schon mal die Saison gehabt, dass ein Spieler kaum auf dem Feld ist, schon macht ein Tor. Aber ich freue mich einfach vom Grillo, weil er so fleißig ist und aber so oft auch Probleme hat, dass er sich das jetzt einfach mal verdient hat. Und ich glaube, das gibt jedem Auftrieb. Und dieser Auftrieb ist einfach gut. Auftrieb, gehen wir mal vom Auftrieb emotional gesehen, weil der Club kommt zu uns, die Profimannschaft, da wird sich ja jeder, sage ich mal, speziell wahrscheinlich selbst aufputschen, gegen eine Profimannschaft zu spielen. Wie kam es zustande und was erwarten unsere Fans? Ja, wir haben ja ihnen ausgeholfen im Sommer in ihrem Trainingslager in Südtirol, haben sie uns einkutschiert, weil wir wollten noch ein Spiel, die brauchten unbedingt einen Spielgegner, der nicht auf Top-Niveau ist, weil sie hatten vorher zu viele UEFA-Cup-Teilnehmer und so gespielt und dann brauchten sie eigentlich mal so eine Art Aufbaugegner, muss man ehrlich sagen, aber unsere Spielweise finden sie eigentlich ganz gut. Das heißt, auch da waren wir sehr engagiert, haben mit 5-2 ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das war jetzt einfach die Retourkutsche von ihnen, dass sie in der Länderspiel, am länderspielfreien Wochenende, wo wir zufällig spielfrei sind, dass sie dann zu uns kommen. Was? Und da hab ich einfach einen guten Kontakt zu Michael Kölner. Und da muss ich mich bedanken, dass sie dann hierher kommen und uns als Testgegner dann nehmen und aufs nächste Spiel sich mit uns halt einspielen. Und ich glaube, in der Profimannschaft, ich weiß nicht, wann die letzte bei uns hier war. Also unter meiner Gilde war, glaube ich, das letzte Mal Haching als Drittligist hier, als Vollprofimannschaft. Aber wenn eine gefühlte Erstligamannschaft kommt vom Standing her des Clubs, dann ist es einfach was ganz, ganz Tolles. Und ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und wir hier eine gute Show abliefern. Jetzt haben wir ja schon November. Ich meine, so viele Spiele sind nicht. Wie viele Punkte willst du noch mitnehmen, bevor dann Weihnachten vor der Tür steht? Ja, ich glaube, aus 2 Spielen muss man immer realistisch sein. Also wenn ein Sieg dabei rausspringt, oder ich verliere auch ungern. Also deswegen müssen wir gucken, dass wir einfach nicht verlieren. Dann haben wir schon mal 2. Wenn es uns gut ausgeht,
Aber man muss in der Liga halt demütig sein, man muss halt immer sich seine Spiele erarbeiten und erkämpfen. Und wenn es so wie heute ist, haben wir gute Chancen, in den beiden Spielen zu punkten. Und alles andere ist völlig egal. Wann können wir mit allen Spielern mal wieder rechnen, dass alle wieder auf dem Platz bzw. auf der Ersatzbank sind? Ja, ich hoffe gegen Bayreuth schon, dass da wieder fast volles Haus ist und gegen Memmingen auch. Also sowohl Hiroki als auch Dennis werden dann wieder da sein. Dann müssen wir mal gucken. Swanny wird erst im Frühjahr wieder können. Oder in der Winterpause wieder starten können. Und ja, müssen wir einfach schauen. Also wichtig ist, dass wir ein bisschen Auswahl haben, dass sie sich untereinander auch pushen können, dass der Positionsdruck ein bisschen steigt immer. Und das kriegen wir, glaube ich, jetzt wieder hin. Und dann sind wir einfach auch ein gutes Team und schwer schlagbar. Dann sage ich vielen lieben Dank. Wir hoffen natürlich gegen den Club auf viele Zuschauer, aber ihr werdet nochmal nächste Woche von uns hören.